Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu IndyCar. Ja, in der letzten Folge hat uns so gut die Ilja verlassen und das nur, weil wir hier seinen Arm amputiert haben mit Hilfe dieser Maschine. Hier ging noch so ein Pfeilball irgendwie runter. Ich weiß nicht, was das war für eine Maschine. Ich glaube, hier für das Labeln der Fischkonserven oder so. Egal, er hat auf jeden Fall seinen Arm verloren und ist abgehauen, weil er meinte... Entschuldigung? Indica felt a stab of doubt. What if she'd made a mistake? What if she had done something wrong? What if the Kudets wouldn't work? Why was every step on her road to God drawing her closer to the devil? I did everything correctly. Finde ich auch. Otherwise he would have died from sepsis. Genau. And if he didn't? There, he's healed, a miracle. Wouldn't feel good, would it? That means he was indeed talking to God and earned his absolution. God, please, talk to me this one time. How did I go against you? Is it in my power to intervene in your design? Is this a part of your plan? Is this how it's supposed to be? He will be all right. The arm will heal. Ilya will live. Ja. So now I have to feel guilt for this Hoffen as well. Hoffen wir's mal. You can see I'm trying. But he's always behind my shoulder. Me again. You were driven by fear. The fear of ending up with a corpse. And back then, with the gypsy. What was it? Were you restless because of his tanned arms? Ich versuche jetzt einfach mal hier hochzufahren, während Indica hier noch mit ihren Zweifeln ja, hadert. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Fahrstuhl ist, ehrlich gesagt. Aber wir hoffen mal einfach, dass es dem guten Ilya gut geht, nicht wahr? Lasst mich raten. Ah, okay. Hier kommen wir raus. Gut. So. Ja, sieht ja mal wieder ominös hier aus. Kann ich die Tür da wenigstens öffnen, da hinten? Ja, anscheinend. Achso. Indica, das schaffst du. Du hast schon Arme entfernt, dieses Spiel hier. Ja, genau. Gut. Habe ich meine Laterne nicht mehr? Doch, ich wollte gerade sagen, eben ging das nämlich die ganze Zeit nicht. So, ich weiß nicht, sind wir jetzt eigentlich immer noch in dieser Fischfabrik drin? Meine Lampe flackert. Oh, keine Ahnung warum. Okay. Soll wohl so. Ach, hier sind also die Fischkonserven. Ah, lecker. Und diesen Kavenzmänner, die wir in der Folge zuvor gesehen haben. Ganz, ganz köstlich. So, nun ist die Frage, wo wir hier langkommen. Ich sehe Fischdosen. Ich sehe einen Hebel. Was macht dieser Hebel? Wartet mal, ich will erstmal hier lang gehen. Da komme ich hoch, ja? Aber nicht unbedingt weiter. Ja, wahrscheinlich muss ich da wieder den Fahrstuhl zur Hilfe nehmen, oder? Mal so und so. Damit ich da jetzt praktisch schon eine Stufe bilden kann. So. Und so, okay. Aber wenn ich jetzt hier runterfalle, bin ich bestimmt wieder Brei, oder? Muss ich mich jetzt hier rüber balancieren? Hier lang? Moment, ich müsste eigentlich auf die andere Seite, oder? Vertracktes Rätsel wieder, was bestimmt voll einfach ist eigentlich. Da muss ich jetzt hier außen lang? Ja, ach so, okay. Gut.
Ah, okay, wir kommen der Sache langsam näher. Ich wollte gerade sagen, wir kommen der Sache langsam höher. So, sind wir denn hier richtig? Nee. Ah, noch höher, okay. Aha. So. Indika macht was mit hier und ich frage mich, ob er diese Fischfabrik hier erbaut hat. So. Okay, und uns erwartet noch ein Hebel. Aha. Ja, und jetzt? Da oben liegt auf jeden Fall was. Ja, seht ihr, da ist irgendwie der... Ja, okay, da ist irgendwas. Frag mich bloß, wie ich da jetzt hochkomme. Was macht denn der Hebel überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was der Hebel hier macht, ehrlich gesagt. Holt er hier was hoch? Gut, jetzt geht's nicht weiter, aber was hat der Hebel denn gemacht? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Von da komme ich ja. Ich muss ja sicherlich da weiter hoch. Knifflig, knifflig mal wieder, meine liebe Indika. Ah, habt ihr das gesehen? Da kommt... So. Da kommt jetzt noch der Fahrstuhl. Oh, ich habe einfach nur in die falsche Richtung gedrückt. Hahaha. Naja. Gut, so... Das mussten wir also... Das ist gar kein Gegenstand hier, schade. So, wartet mal. Kann ich das denn jetzt noch weiterschieben? Wahrscheinlich. Muss ich das jetzt irgendwie hier reinbewegen? Damit wir uns weiter hochbewegen können. Ich muss es reinbewegen, damit wir uns weiter hochbewegen können. Naja, ihr versteht es ungefähr, wie ich meine, ne? So, hier komme ich aber nicht rein, oder? Nee. Oh, oh. Aua. Ah, ja. Da hoch? Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau war. Hier komme ich auch nicht lang. Hier war ich ja jetzt.
muss ich das noch weiter runterschubsen? Nein. Oder vielleicht auf den Fahrstuhl rauf? Wartet mal. So. Würde zumindest irgendwie Sinn machen. Ja, Indika, nun schwenke ich mal ein bisschen an hier. Hier komme ich nicht mehr durch. Toll. Nee, das war also keine gute Idee. Wartet mal, mir kommt eine Idee. Ich sollte mich mal gar nicht hier so an dem Käfig orientieren. Und ich will mal was versuchen. So, den jetzt nochmal ein Stückchen nach oben fahren hier. In die andere Richtung. So. Vielleicht komme ich dann weiter, weil jetzt kann ich ja von außen nach hinten klettern. Hoffe ich zumindest. Ne, noch ein bisschen Stückchen näher ran will ich immer schieben. So. So. Noch ein Stückchen höher den Fahrstuhl, oder? So. Vielleicht klappt das so, wie ich mir das vorstelle. Ja, Indika, ja, du musst dich immer ein bisschen deine Hirnwindung hier anstrengen. So, hier hoch. Und hier hoch. Alles klar. Oder auch nicht. So, jetzt kommst du hoch. Hier gibt es jetzt auch nichts mehr zu finden, oder? Können wir hier lang gehen? Ich meine, der Ausgang ist da offensichtlich, aber... Hier komme ich nicht weiter. Nee, okay. Gut. Dann will ich mal nach draußen treten. Schneit übrigens immer noch. The Temple of John of Damascus. The one from the poster was towering over Indica. She was consumed by anxiety more and more. What if she was late? What if they realized who she was and wouldn't let her in? What if she was not worthy of a miracle? Maybe one needed to buy a ticket to see the miracle, and all the tickets had sold out. What if her certainty in God's plan was just another delusion, a temptation she so faint-heartedly succumbed to? Alles gute Fragen, aber ich habe auf jeden Fall schon mal deine Sackgasse aufgedeckt, glaube ich. Wollen wir mal hier lang gehen? Das sieht ja auch sehr, sehr toll aus hier in Spassow, oder wie das hier heißt. Oh, guten Tag, die Dame. Ey! Keine Fischabfälle hier auf mich kippen. Was eine Art haben die Leute hier. Kommen wir hier rein? Tatsächlich. Hier liegt was. Hier liegt, verfasst vom konventualen Gräsimus Sutzki. Was? Über das gottgefällige Ausrichten der Finger zum Zeichen des Heiligen Kreuzes nach Art orthodoxer Christen. Das wollte ich schon immer mal haben. Kann man gut gebrauchen, sicherlich. Bin ich hier eigentlich? Haust man hier so bescheiden? In Spassow? Ja. Aber ich kann mich setzen. Wahnsinn. Sieht doch ganz heimelig aus, oder? Also besser als im Kloster. Na gut, gehen wir mal weiter, ne? Ach, hier hängt noch so ein Schrein zum Anzünden. Genau, toll. Zündhölzer habe ich ja, wie gesagt, unendlich viele. So. Zack. Da winkt bald schon wieder ein Levelaufstieg, obwohl ich nicht weiß, was der bringen soll. Oh. Wolfi? Riesenwolfi? Mich nochmal angreifen, ja? Ich will erstmal die etwas nicht so offensichtlichen Wege hier gehen. Was denn das? Bastschuh. Für den linken Fuß, möglicherweise auch den rechten. In den Augen von Pavel Sergejewitsch, Indikas Vater, lag zwischen ihm und den Bastarden, wie er seine Diener aufgrund ihres Schuhwerks nannte.
Sieht toll aus. Ein gewaltiger kultureller Unterschied. Trage ich persönlich privat auch übrigens. Ein gewaltiger kultureller Unterschied. Die scheinbar ungebildeten Bauern weigerten sich freilich, diesen Unterschied anzuerkennen. Insbesondere, wenn sie die Gelegenheit hatten, sich mit ihm zu betrinken. Okay. Ein Schuh, was ist das? Noch einer. Nimmt sie nicht mit? Na gut. Hier ist abgesperrt, okay. Und hier komme ich auch nicht weiter. Ich bin sicher, mein Ziel liegt da unten. Ich kann nicht kurbeln, ja? Ist aber sitzt fest. Komme ich hier runter? Nein. Das scheint irgendwie festgefroren oder so zu sein. Ah, ich komme hier runter. Okay. Oh, wollen wir nochmal schauen, wo uns das hinführt. Ich weiß zwar nicht, ob das der richtige Weg ist, aber... Überall abgeschlossen hier. Aha, wieder so ein Tresor. Also. Da geht's anscheinend weiter. Werde ich mal ausprobieren. Zack. Hopp. Hoch. Und hier hoch. Okay. Wer singt denn hier so schön eigentlich? Ah, gucken Sie. Gucken Sie mal. Ich wollte euch gerade sitzen. Guck mal, da ist einer. Hallo, der Herr. Wer sind Sie? Um Gottes Willen. Diese Teufelsmusik. Okay, aber das ist, glaube ich, der erste Mensch abseits von diesen von den Klosterschwestern und Elia, den wir hier treffen. Und natürlich die damals an dem Gefangenenzug da. Ich gucke jetzt hier einfach mal weiter. Bin, wie gesagt, nicht sicher, ob das stimmt. Was ist das denn? Samovar. Ach ja, das letzte Abendmahl, wie sentimental. Ach, das ist irgendwie so ein Getränkespender oder sowas. Kenne ich mich nicht mit aus. Da kenne ich mich nicht mit aus. Kommt man hier rein? Will meinen singenden Freund da eigentlich mal besuchen, aber dann eben nicht. Schade, dass man das jetzt gar nicht mitnehmen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch einen Nutzen hat. Und hier ist mal wieder so eine komische Maschine. Ich weiß nicht, was sie macht. Ach so. Man bewegt den Kran da hinten irgendwie. Vielleicht so? Ich habe jetzt gedacht, ich könnte dann vielleicht da irgendwie runter oder so. Vielleicht? Ich weiß immer noch nicht, was das Ding hier soll, ehrlich gesagt. Komme ich hier hoch? Nee. Ich komme hier wieder zurück, aber das bringt mir ja nicht viel. Das Ding hängt auch noch zu hoch hier. Der Clou ist einfach, man kann das auch runter und hoch bewegen.
So, und jetzt weiß ich, glaube ich, wie es weitergeht. Da ist nämlich eine Lücke zu sehen. Und da müssen wir rüber. Ja, das ist schade, dass das nicht angezeigt wird. Na gut, da hätte ich auch drauf kommen können eigentlich. Aber ich bin jetzt echt nur davon ausgegangen, dass man wieder nur mal nach links gehen kann. So, passt das jetzt? Das passt. Das passt sowas von. So, rüber da. Hopp. So. Oh, das war knapp. Gut, weiter im Text, Indica. Ja, mit den Plattformen. Da hat sie so ihre Mühe. Ilja! So schnell sieht man sich wieder. Gib es back. Was? Wie? Meine Haare? Ich will erstmal hier hoch, Ilja. Da liegt doch was. Und es ist der Paraskevka-Freitag. Heilige Märtyrerin Paraskevka, bitte Gott für uns. Ich dachte, das wäre der Typ, der einen Mann beschert. Egal. Wir gehen gleich Ilja hinterher. Ich will erstmal gucken, was sich hier noch bietet. Wie ist er denn hier lang gekommen überhaupt? Na gut, egal. Er wird schon irgendwie geschafft haben. Gut. You don't like it? But the prioress cut it. Achso, der hat die Haare, ja, verstehe. It wasn't a big deal. Mit wem redest du, Indica? I burned Father Sergei's Felonium. Naja, Ilja wartet hier einmal höflich. Schade, dass man nur so wenig Türen hier betreten kann irgendwie. So. Aber Ilja wird schon wissen, was zu tun ist. Wir wollen ja immer noch diesen Heiligen, zu diesem Heiligtum, ne? Ach, hallo. Ein Zivilist. Guten Tag. Möge Gott uns beistehen. Menschen. Aha. Manch einem scheint sein Weg der Rechte, aber am Ende sind es Wege des Todes. Sprichwörter 14.12. Aha. Ein bisschen Zeit habe ich tatsächlich noch. Wie sind wir hier nur wieder gelandet? Ah, wieder ein Rätsel zum... Ach, da muss ich sicherlich da hoch wetten. Wetten? Probieren wir es aus. Oh. Das sieht ja fast portalmäßig aus hier. Ach, ich glaube, ich verstehe. Oh, das war zu hoch. Haha, das ist ja wirklich so ein bisschen portalartig. Wo ginge es denn hier noch lang? Also da runterfallen ist dann keine Option, hä? Komische Orte hier alles, also wirklich. Bewegen? Ja. Aber ich kann hier nur hochklettern. Mhm. Kann ich nicht ziehen, das Ding, ja? Schade. Hier komme ich wieder zurück. Was ist, wenn ich das jetzt damit ins Zimmer... Nein, 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 falscher Knopf. Wenn ich das jetzt damit ins andere Zimmer nehme... Ja, passt natürlich nicht. Ich mach das jetzt einfach mal hier zwischen. Aber jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder? Ach doch, ich komme ja hier nochmal rum. Alles klar.
Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, was ich hier gemacht habe, aber... So richtig weiter komme ich jetzt auf jeden Fall auch nicht. Merkwürdige Puzzles. Hier runter? Ah ja, okay. Gut. Perfekt. So, einfach nur abwärts jetzt hier. Alles klar, Ilja wartet schon. Der sagt mir auch nicht, wie ich das lösen kann. Na, er ist ein bisschen sauer auf uns, ist ja klar. Ey. Ach, sind sie nicht die Oberschwester? Die pfeifen aber schön. Was für eine fröhliche Sequenz. Okay. Kirche des Johannes von Damaskus. Alles klar, wir sind eigentlich am Ziel unserer Reise. Beziehungsweise da, wo Ilja hin will, weil er sich wohl hier, ja, weiß ich nicht, körperliche Reinigung erhofft oder sowas. Ich würde sagen, ich beende die Folge mal hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die letzten Schritte von Indica vor uns haben werden und die in Angriff nehmen. Ich hoffe, es hat euch dieses Mal wieder etwas Spaß gemacht. Indica ist noch genauso unsicher wie zuvor. Noch einmal bekreuzigen hier. Wir liegen ja, wie gesagt, ganz gut im Rennen hier, was das Ziel unserer Reise betrifft. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wahrscheinlich mit dem großen Finale von Indica. Also, bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße von eurem Flo. Und tschüss.